Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight. Das ist die 71. Folge und hallo Bowie. Hallo. Bowie ist auch schon direkt hier in meiner Nähe und es ist der Kettensägetyp, den ich übrigens... Denn das ist der Kannibale, der mit der Oh Maske. Ja, kann auch sein. Nee, es ist der andere. Oh. Ha, Wette verloren. Musst die Narren hat man recht selten, ne? Du musst dir ein Ei abschneiden. Was? Ja, das habe ich gerade so überlegt. Wetteneinsatz. Ei abschneiden. Ich verliere jeden Monat ein Ei. Also bist du mir noch einiges gut. Musst du also beide abschneiden, Bau. Warte mal, was... Was habe ich damit zu tun, dass du jeden Monat ein Ei verlierst? Ja, das ist ungerecht, Gleichstellung und so. Deswegen ja, dann gehst du zum anderen Typen und sag, er soll sich ein Ei abschneiden. Das mache ich denn den nächsten Monat. Jetzt müssen wir erstmal. Oh, guck mal, er wird aufgehakt. Oh, er ist halt direkt am Haken. Ja, das ist schwierig, da zuvor zu kommen. Guck mal, dieser Killer erinnert mich an die Horrorfilme. Ja, ich würde ihn gerne abhängen gehen. Okay. Ja, er erinnert dich an die Horrorfilme. Wrong Turn. Da sind auch so Hinterwäldler. Er hat mich. Gut, dann werde ich ihn mal abhängen. Hallo. Oh Mann. Hängt man einen ab, hängt schon der andere, ne? Ja, ich bin blöd gelaufen, ich bin voll in seine Kettensäge reingelaufen. Hey, geht's euch, by the way. Danke. Der von euch, der nach links gelaufen ist, da ist er. Der kommt zu dir, ja. Oder? Nein. Also, er läuft, aber ich weiß nicht, ob er vor dem Killer wegläuft. Oder nee, der Killer ob er zu mir läuft. Der Killer ist, glaube ich, hier. Ja, der Killer ist hier, also. Ja, okay, er ist bei mir, ich sehe ihn. Er wird mich gleich retten. Ist nur blöd, weil die andere halt auch in deine Richtung gelaufen ist, die jetzt verfolgt wurde. Ah, oh, wir haben noch keinen Generator durch. Oh, shit. Und es hing halt schon zwei. Ich werde mir das versuchen, der ist Nein. Die Hälfte durch. Nein! Der ist ein Keller, ich will nicht in den Keller, geh weg. Kann er nicht jemand anderen jagen, der noch nicht hing? Was für ein Asi ist das bitte? Aber du mit deinen scheiß Kettensäge hat er mich wieder. Obwohl ich hinter der Wand stand, er hat mich trotzdem getroffen. Das werde ich aber jetzt nicht hinterfragen. Kommt das zu mir? Boah, ich sehe leider gar nichts. Hier sind an allen Seiten Wände. Tut mir leid. Aber er geht weg. Er ist weg, ja. Ist jemand in deiner Nähe? Nein. Also einer macht den Generator. Okay, dann hier mach bei ich. Mir in der Nähe. Ja, das bin ich. Aber Ach so. Er kommt jetzt eh zurück zu dir. Okay. Ansonsten scheint es nicht so, als würden die anderen zu mir kommen. Doch, der eine kommt jetzt zu mir. Der gerade den Generator? Ja. Ja, das bin ich. Ach so. Ich werde beinahe abgedreht, weil ich gedacht habe, okay, wenn Nee, ich werde abgehangen. Alles gut. Könnt ihr mich ein? Obwohl, wenn er mich mit der Kettensäge erwischt, dann bin ich One-Hit, ne? Ja, ist der ist echt gut. Der ist echt gut. Killer. Dankeschön. Oh, da ist sie. Warum? Warum weiß der, wo wir sind? Woher? Also, ist er bei dir? Ja, er läuft mir hinterher. Okay. Schon wieder. Bowie, dann lass dich nicht schnappen, weil jetzt bist du... Ich weiß, aber... Naja, der sprintet halt nur auf... Er verfolgt mich wie ein Wahnsinniger. Oh Mann, ey. Nein. Es ist so, als würde er mich voll auf den Kicker, weißt du? Aber ja, ich bin tot.
Wiggel, aber da ist schon der Haken. Ja. Oh Mann, ey. Was soll denn das werden? Es ist halt schwierig, wenn man das Gefühl hat, dass er wirklich irgendwie nur einen verfolgt. Egal wer da ist, der läuft ausgerechnet dir hinterher. Aber ich kann dir helfen, indem ich beobachte, was die anderen machen. Was machen denn die anderen? Ja, die verstecken sich, aber... Die eine ist hier verletzt. Okay, diese Feng Min läuft zum Generator. Ja, sie will mich nicht in Ruhe... Ja, ja, lass dich doch erstmal heilen, Mädel. Will sie nicht. Okay, der Killer ist bei dem, anderen? Polizisten, ja, oder wer auch immer das ist. Er hat ihn gesehen? Nein, er hat ihn nicht gesehen, er läuft jetzt irgendwo anders hin, keine Ahnung, wohin. Er versucht jetzt den Generator zu machen, ist aber ganz am Anfang. Okay, der... Ach, du siehst ihn ja. Nein, sag mir. Oh, er ist auf jeden Fall ganz weit weg von euch. Wenn du quasi nach links guckst, ist er da ganz hinten. Sie will einfach nicht geheilt werden, ne? Aber sie hat auch ein Medikit dabei, also muss es nicht deine Sorge sein. Ja, ich mach mal einen Totem. Der... ich weiß es nicht, oh, der Killer verfolgt die Feng Min. Ja. Ja. Und genau da ist auch der andere, der hat, genau da hat der andere den Generator gemacht, der ist schon bei über der Hälfte. Hing ja erst einmal, oder? Ich weiß, ja. Der einzige, der hing, war ich. Bis jetzt. Nee. Lüge? Nein? Ich will gar nicht wissen, wie viele ich schon abgehangen habe. Der andere macht den Generator weiter. Vielleicht gar nicht so. Der Killer ist bei dir. Vielleicht ja. Sehr gut. Ach. Oh, nein, das. Das wusste ich nicht. Ja. Er verfolgt jetzt den Typen. Der Tunnel aber so richtig. Na, ist das spannend. Oh Mann, ey, was soll denn das für eine Folge werden? Ich habe gegen diesen Killer auch. Genauso wie das. Das ist eine Todesfalle. Warum ist er da reingeklettert, Mann? Der soll da rausklettern. Wie soll ich ihn denn da aufheben? Guck mal, das meinte ich halt. Das ist eine Todesfalle. Ich kann ihn jetzt nicht aufheben, weil wenn ich da reinrenne, bin ich tot. Mann, ey. Ah, aber das siehst du, oder? Also das ist doch eine Todesfalle, wo er da reingeklettert ist. Der denkt, er ist sicher vom Killer, aber im Endeffekt, ja, er... Ah. Er ist sicher, ja. Ja, ja, das ist eine Todesfalle, dort reinzugehen. Weil sobald du ihn aufhebst, du bist halt in einer Klemme. Du sitzt halt wirklich im wahrsten Sinne. Ah. Und jetzt wartet er hier. Oh, das ist jetzt nicht so cool. Aber ich muss sagen, gegen diesen Killer habe ich bis jetzt nur zweimal gespielt oder so. Ist auch ungewohnt.
war's. Blöde Runde. Leute, geht nicht in so eine Todesfallen rein. Wenn ihr umgekippt seid, der Killer weiß, wo ihr ungefähr liegt. Da kann man euch nicht heilen. Das ist halt echt doof. Das ist halt, ja, ich habe ja versucht, ihn hochzuheilen. Wenn er da nicht reingeklettert wäre, wäre ich viel schneller weggekommen. Blöde Runde. Hm. Ja. Aber stark, der Killer hat auch echt für mich stark gespielt. Er hat richtig gut gespielt. Also ihn finde ich, er hat perfekt gespielt. Er hat fair gespielt teilweise. Sehr fair. Ich finde, der Killer hat seinen Job richtig, richtig gut gemacht. Aber mich, ja, man denkt dann so, ja, ich gehe in die Ecke, da sieht man mich denn nicht. Aber es ist viel besser, hinter einem losen Stein oder sich so zu verstecken quasi und sich erstmal hochzuheilen. Aber der hat sich nicht geheilt, der wollte einfach erstmal sich verstecken. Und das ist halt echt, das kostet einfach. Du kannst dort nicht reinlaufen, um ihn zu heilen. Das ist halt... Würdest du sagen, das ist ein Anfängerfehler oder machen wir auch... Ich bin der Meinung, das ist ein Anfängerfehler. Okay. Weil die Leute denken sich so, ach, guck mal, hier bin ich abgeschottet, hier sieht man mich an allen Ecken nicht. Aber ja, der Killer weiß ja ungefähr, wo ihr liegt. Er ist doch nicht doof. Er denkt doch, dass ich ihn aufhebe. Guck mal, und er hat Pirscher dabei. Das heißt, er sieht euch auch. Ja, das wusste er jetzt nicht. Das muss man dazu sagen. Ich habe das halt auch ganz am Anfang gemacht, dass ich mich erstmal in die hinterste Ecke versteckt habe. Aber man kann euch so einfach schlechter aufheben. Weil die hinterste Ecke ist meistens, da sind halt, ihr könnt nicht an jeder Seite fliehen, sondern ihr seid schon eingekesselt. Und wenn dann der Killer kommt, das ist halt echt, lauft eher so, wenn ihr wollt, dann mitten in die, in der Mitte quasi, wo man euch ganz leicht beim Nebenbei herumlaufen aufsammeln kann. Das ist wirklich viel, viel besser. So, ich bedanke mich. Danke für die Runde. Danke, Shibaui. Danke, ihr Süßen, zum Zuschauen. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es einfach mal drunter. Ich denke halt immer so, ja, es ist halt, wenn ihr umgekippt worden seid, dann muss euch irgendjemand aufsammeln. Aufsammeln geht am besten, wenn man es einfach so während der Jagd quasi nebenbei erledigen kann. Oder wenn ihr halt irgendwo offen liegt. Ihr könnt euch hinter einen Stein verstecken, hinter einen Baum verstecken oder so. Oder hinter einen großen Gegenstand verstecken, aber nicht in so eine... Nicht in der Ecke. Das ist einfach eine Todesfalle. Versucht, keine Wände um euch zu haben, damit man in allen möglichen Richtungen quasi noch abhauen kann. Das wäre gut. Ja. So sehe ich's. Bis dann. Ich wünsche euch was. Baba.